du bist stark, direkt. Und was du uns gesagt hast, hat uns gezeigt, dass du nicht nur eine starke Frau bist, sondern auch sehr viel selbstbewusst hast. Wie war das? Sehr viel selbstbewusst hast. Super, wie immer. Hallo liebe Männer, wie geht's euch? Genau. Paolo ist verliebt. Nicht unbedingt in Larissa, dafür aber in seine neue WG. Ich habe ihn jetzt mal gefunden. Ich weiß nicht, ich muss gerade mal überlegen. Willst du immer noch nicht überbleiben? Dort überbleiben? Bro, aber schau, wie gut wir uns sehen. Hey. Am Morgen stehst du auf und du siehst dich einfach komplett. Geil. Richtig geil. So sehen Gewinner aus. Und so sehen Gewinner nicht aus. Put some speed into it. Put some speed into it. Es ist sehr entwürdigend. Nebst seinem starken Englisch hat Joyce auch sehr starke Arme. No shame in stopping, yeah? No problem, sir. I'm Iron Man. I'm Iron Man. I can stay like this 3 weeks. Three? Yeah. No problem. A few moments later. What was that? Herzlich willkommen. Schön, seid ihr da. Was ist das denn für einer? Auf den ersten Blick bin ich so der, sagt man, der Bad Boy ist aus dem, vom Aussehen her. Der Bad Boy. Ja. Ja und nein. I gotta suck some dick. Ja, ich bin, glaube ich, noch nie so excited für einen Pimmel wie dort. Das ist very exciting jetzt. Kann ein Mensch zu ehrlich sein? Ich hätte niemals gedacht, dass ein Schafpenis so lang ist. Also, ehrlich gesagt, er ist schon ein bisschen länger als meine, im Schlafzustand. Wow! Nach den nahrhaften Fleischpeitschen ist ein wenig gebratenes Hirn nur noch halb so schlimm. Also, es war ja so, dass ich zuerst ins Maul genommen habe, abgeschluckt habe. Unfassbar. Und nochmal aufgekommen ist. Kommt man gerade Hunger über. Ich bin eigentlich froh, dass ich nicht so krass oft gekotzt habe. Es ist nur einmal vorgekommen, ein kleines Kätzchen. Ach ja. Ein kleines Kätzchen. Nach all den Dschungelprüfungen darf man nicht vergessen, dass es bei dieser Sendung um die Bachelorette geht. Zum Glück gibt uns 3plus eine kleine Erinnerung in Form eines mega spannenden und romantischen Dates. Was bist du eigentlich für Sternzeichen? Ich bin Fisch. Super, sensationell. Du bist ein Fisch? Ja, du? Ach krass, ich bin Wassermann. Okay. 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 Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für ein wenig Zungenwrestling. Ich finde, beim ersten Date ist es aber, ich glaube, wenn man auf langfristig schaut, nicht angebracht, gerade etwas mehr zu wollen. Sie haben gut gesprochen, es aber reicht, wir haben alles verstanden. Für mich geht es mit grossem Willen weiter. Gott ist bei mir. Ich bin wie ein König gekommen. Ich bin da daheim. Afrika gehört mir. Was du nimmst, der bist scheiße. Nun ist aber Ende Gelände. Doch keine Sorge, die nächste Folge der Bachelorette schaut auch ganz cool aus. Nice. Ja, das sind doch gute Vorzeichen,